Hallo und herzlich willkommen bei Sander erklärt's. Heute zeigen wir in unserem Video, was beim Gasflaschenwechsel eines Treibgasstaplers wirklich wichtig ist. Auf dem Treibgasstapler sind spezielle Gasflaschen, die mit Motorgas gefüllt sind, montiert. Also baut bitte keine anderen da oben drauf. Bei unserem Stapler, unserer Mietflotte, dem Linde H30 der Baureihe 1202, ist eine klassische 11 Kilo Gasflasche verbaut. Unter Volllast verbraucht dieser ca. 2,4 Kilo pro Stunde. Grundsätzlich kann die Treibgasflasche leer gefahren werden, bis der Treibgasstapler stehen bleibt. Wollt ihr die Gasflasche schon vor dem Leerfahren wechseln, ist es wichtig, das Ventil bei laufendem Motor zuzudrehen, damit der Gasdruck aus den Leitungen entweichen kann. Für den Gasflaschenwechsel braucht ihr einen 30er Maulschlüssel, um die Gasflasche vom Ventil zu lösen. Bitte schaut vorher nach, dass das Ventil wirklich richtig zugedreht ist. Danach könnt ihr das Ventil lösen und die Gasflasche aus der Halterung entfernen. Beim Abnehmen der Gasflasche ist zu beachten, dass das Befestigungssystem gelöst wird. Bei diesem Modell ist die Gasflasche mit Spanngurten befestigt. Es gibt allerdings zahlreiche unterschiedliche Systeme. Unabhängig vom Anschlusssystem der Gasflasche ist zu beachten, dass die neue Gasflasche liegend montiert wird, mit dem Flaschenkragen und dem Ventil nach unten und möglichst mittig bzw. am Anschlag anliegen, damit die Gasflasche beim Fahren nicht verrutschen kann. Um die Gasflasche anzuschließen, braucht ihr wieder den 30er Maulschlüssel, damit ihr die Gasleitung am Ventil befestigt und dreht diese richtig fest. Wichtig ist, dass das Ventil komplett aufgedreht wird, damit der Gasfluss optimal gewährleistet ist. Und wenn ihr nun euren Treibgasstapler startet, kann es weitergehen. Der Stapler läuft wieder. Habt ihr noch Fragen? Dann stellt uns diese einfach in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.